Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Scum im Voucher und mit unserem Pöpple. Schön, dass ihr da seid. Leute, der nächste Ausflug steht an. Ich habe die Pläne, hier nach Norden zu fahren. Und zwar möchte ich diesen Spot angucken. Eventuell heute, wenn wir es schaffen, spätestens aber morgen. Und in der Zwischenzeit, zwischen heute und morgen, mache ich mir mal Gedanken, wo in der Gegend hier noch ein Bunker sein könnte mit Anzug. Ich glaube, bei uns drüben gibt es einen Schrank mit Strahlenschutzequipment. Da ist aber die Chance nicht so groß, dass ein Anzug drin sein kann. Es gibt wohl zwei Arten Schränke. Ich weiß, hier unten ist irgendwo ein Bunker einer. Hier ist, glaube ich, ein normaler Bunker, wo der Strahlenschutzanzug drin sein könnte. Bei uns hätte man schon auch die Chance. Aber lass uns mal hochfahren, bisschen was gemütlich angucken. Und ich mache mir mal einen Kopf, wo wir hier eventuell den Anzug bekommen könnten. Wir nehmen schon mal den Geigerzähler mit, weil jetzt, wo wir uns das Thema ranholen, würde ich natürlich schon gerne wissen, kann ich C0 überhaupt betreten oder ist es komplett verseucht? Schaffe ich es vielleicht am Rand hier durchzufahren, ohne dass ich irgendwie eine Strahlenkrankheit bekomme? Und wir nehmen mal mit, was wir haben bis jetzt. Und das ist halt leider nicht viel. Ich glaube, wir haben lediglich die Tabletten. Ich muss nur mal kurz gucken, die Kalium-Jodid-Tabletten sind das, glaube ich, gell? Blockiert bis zu 2 Sievert der Strahlung im Körper. Nach Beendigung der Wirkung kehren die blockierten Sievert zurück. Außerdem kann die Strahlung auch während der Wirkung des Medikaments noch absorbiert werden und sie schädigen. Okay, das klingt erstmal nicht so. Ja, hier, das muss ich gleich noch probieren. Ich glaube übrigens, dass wir das nicht verkaufen können, ne? Das und das Produkt, glaube ich, kannst du nicht verkaufen. Von daher werde ich das auch nicht mehr in der Menge anbauen. Burn Gel. Burn Insurance, das haben wir ja nicht. Was ist denn das hier? Skalpell. Und ich glaube, also ich kann es natürlich mal kurz gucken, aber ich glaube, die Gasmaske, die bringt ja bei Verstrahlung normalerweise nichts. Ne? Ich meine, Gas und Strahlen. Ich könnte trotzdem, wo haben wir denn die überhaupt? Gasmaske schützt den Träger vor dem Einatmen von Luftschadstoffen und giftigen Gasen. Ich weiß nicht, ich glaube, minimalen Schutz bietet sie laut Mechanikbeschreibung, aber bin mir da nicht so sicher. Was wir aber mitnehmen können, ist unser Geigerzähler. Dann wissen wir wenigstens, was uns dahin rafft. So würde ich sagen. Ne, genau, und das habe ich jetzt nur mal da reingesteckt, dass wir es wenigstens einmal benutzt haben. Ich glaube tatsächlich, hier, ich baue mal einen. Ich baue mal einen, dass der Böbler mal einen gebaut hat. Ansonsten kommt das ganz tief hier runter in den Waffenschrank, das Zeug. Ja, der baut sich tatsächlich jetzt ein Dings, Leute. Immerhin, hier ist er. Hier ist er. Ich kann ja mitnehmen. Für die Fälle, dass gar nichts mehr geht. Für die Fälle, dass gar nichts mehr geht. So, Bümble. Die Jodid nimmst du mit. Lass ich mal kurz gucken. Lass ich mal kurz gucken. Den Geigerzähler nehme ich auf jeden Fall mit. Die Maske nehmen wir auch mit, sobald wir ins Gebiet reinfahren. Nö, so ist soweit okay. Ansonsten habe ich natürlich das Auto aufgeräumt. Die meisten Kisten sind leer. Ich habe eine Gruschelkiste belassen, wo einfach so ein bisschen Zeugs drin ist, das wir unterwegs brauchen könnten. Ich zeige es euch mal eben. Das ist die da. Hier ist so Gruschzeug drin. Da würde ich jetzt einfach auch die Maske reinschmeißen. Ne? Und den Zähler, den lasse ich hier. Die Medizin auch. Und das Dingsle machen wir hier rüber. Ja, einfach so unser Gruschzeug. Und hier, wie ihr seht, selbstgebaute 762-39er Muni. Konnten wir tatsächlich selber herstellen an der Werkbank. Bei der Gelegenheit ist mir auch aufgefallen, dass man die Werkbank auch reparieren muss. Ne? Die hat nämlich mittlerweile, die war unter 80%, die habe ich auch gleich wieder hergerichtet. Nur ansonsten habe ich soweit alles dabei, glaube ich. Falls wir unterwegs auf der Tour Richtung Norden irgendwo vielleicht doch mal einen Bunker probieren wollen. Es gibt ja auch diese neuen Bunker, die dann jede Menge Mechanik haben. Wir gehen kurz tanken gemeinsam, dann blende ich ein Stück. Da musst du, glaube ich, erstmal die Tür knacken oder nachts rein, glaube ich. Vielleicht probieren wir es mal nachts. Und ich glaube, das sind dann auch die Bunker, wo man diese Sicherung braucht. Irgendwo gibt es dann da wahrscheinlich einen Generator, schätze ich mal, wo du dann anschalten kannst durch die Sicherung, dass du innen mehr Bereiche öffnest oder sowas. Ne? Da sind dann auch die Spezialzombies drin. Aber mir würde es schon mal reichen, wenn ich so ein Ding mal von außen sehe, weißt du? Und mal auf dem Gelände ein bisschen unterwegs bin, um zu gucken, was geht. So, jetzt tanken wir, dann fahre ich uns ganz kurz. Ja, die habe ich auch dabei für alle Fälle. Dann fahre ich uns dann ganz kurz ein Stückchen näher ran. Ich will wirklich versuchen, durch C0 mit dem Auto durchzufahren, um zu gucken, was passiert. So. Ha ja. Wie gesagt, ein paar von euch haben auch geschrieben, gegenüber bei uns, der Nachbarsbunker, der hat offensichtlich auch einen Schutzanzugschrank oder halt einen Schrank mit Schutzanzug oder Schutzequip. Gibt zwei Sorten von Schränke, habe ich jetzt nachgelesen. Den mit dem Anzug
und den Equip. Und im Equip-Schrank ist, glaube ich, eher selten, aber möglich, ein Anzug drin. Und bei mir drüben am Bunker ist, glaube ich, das Equip. Es gibt aber auch normale. Es gibt, glaube ich, in Z0 unten einen, wo du einen Anzug bekommst im alten Bunker. Da schaue ich aber nochmal. Vielleicht gibt es auch im Schneegebiet oben einen. 279 Wicht. Da ist ja noch nicht wirklich viel passiert beim Blenne. Bei dem Titel Wicht. Aber 279 Punkte, die haben wir. So, lass mal gucken. Weil jetzt kommt man nämlich an eine Strecke. Ja, ist klar. Der ganze Wald gleich voll. Haben sie wieder gewartet auf mich. Ansonsten habe ich Waffen dabei, Muni dabei. Wie gesagt, ich habe selber Muni hergestellt. Wir haben die AK-47 voll geladen. Und das zweite Magazin ist auch voll. Allerdings ist da eine Mischmunition drin. Ne? Lass uns mal hier hochfahren. So, ich muss nur kurz gucken, wo ich euch wieder reinhole. Ja, wie gesagt, dieses Quadrant kennen wir. Ich würde sagen, ich fahre jetzt hier hoch. Und an der Kreuzung hole ich euch rein. Und dann versuchen wir mal hier reinzufahren. Und schauen wir mal, ob wir die Strahlenkrankheit gleich kriegen. Wir sind gleich oben an der großen Straße und von da aus müssen wir mal gucken. Ich überlege gerade, ob ich einfach reinfahre oder ob ich uns schon mal im Vorfeld alles anziehe, den Geigerzähler ausrüste und wir laufen erstmal ein Stückle rein, um zu gucken. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es nicht das ganze Quadrat ist, das da verseucht ist, sondern dass es dann halt auch an den Spots entsprechend. So, jetzt muss ich kurz gucken. Also ich würde aber die Seitenstraße vielleicht hochfahren. Hier in der Ecke von der Map war ich, glaube ich, auch noch nie. Ich fahre jetzt praktisch das Sträßle hier. Und irgendwann kurz vorm Übergang ziehe ich mir einfach mal die Maske auf. Schmeiß vielleicht so ein Tablett ein. Vielleicht ist die ja wirklich präventiv einfach, bevor man sich was holt. So, jetzt muss ich nur gucken, dass ich den Übergang rechtzeitig abpasse. Ah ja, das ist ja noch... Vielleicht sieht man ja auch schon was, weißt du, dass wir uns das Gebiet einfach schon mal so auf die Art ein bisschen näher ranholen. Was ist denn jetzt hier mit dem Licht? Das Wetter zieht zu, na klar. Aber ist... Okay, geht schon los. Vorhandene Strahlung. Vielleicht liegt es gar nicht am Wetter. Böble, gehen wir mal raus. Ich will jetzt gleich mal gucken, ob die Tablette uns in irgendeiner Form schon mal was... Hier ist schon vorhandene Strahlung, aber so vorhanden, dass sie uns nicht wirklich was macht, glaube ich, ne? Hier ist wieder grün. Ja, aber guck mal, für mehr... Tritt auf, wenn der Körper eine beliebige Menge an Strahlung absorbiert. Der Zustand selbst verursacht keine Symptome, aber er führt zu einem anderen Zustand, der sogenannten Strahlungssyndrom, das auch Strahlungsvergiftung bezeichnet wird. Behandlung: Ein Teil der bereits absorbierten Strahlung kann vorübergehend mit einem Kalium blockiert werden. Sie können sich waschen und die Strahlung äußerlich loszuwerden. Schwitzen und Pinkeln helfen dabei, die innere Strahlung loszuwerden. Das heißt, jetzt im Moment sieht es aber so aus, als ob ich sie schon hätte, ne? Also ist das Gebiet komplett... verstrahlt. Gut, dann würde ich dann schon gucken, dass ich den Anzug vorher habe, bevor wir da näher reingehen. Ich versuche jetzt mal eben einen anderen Weg zu fahren, weil wir werden wahrscheinlich, dann fahre ich hier rüber. Die Frage ist, kriege ich das jetzt abgeblockt, indem ich die esse? Hä? Also, ich muss raus aus dem Auto. Es kann natürlich sein, dass schon alles vergammelt ist und verstrahlt, ne? Hier sehe ich jetzt nichts. Ess mal eine. Aber das ist ja nur präventiv, ne? Ha! Er muss nicht. Jetzt muss er nicht. Sehe ich denn, ob die irgendwie kontaminiert ist? Ich sehe nichts. Vielleicht ist aber auch sogar in dem Gebiet jetzt hier schon. Ich fahre jetzt mal weiter. Das machen wir dann mit dem Anzug, ne? Ich hoffe, das kriege ich jetzt nochmal in den Griff, was ich hier habe. Ansonsten muss ich mir die Tipps nochmal durchlesen. Pinkeln, waschen. Kann auch sein, ich hopfe einfach mal ganz kurz irgendwo ins Wasser vielleicht gleich. Dass sie sich ein bisschen abstrahlt oder abwischt. Ey, aber ist ja krass, dass es dann da schon losgeht, ne? Bömble, willst du hier mal eben? Aber ich habe die Seife doch. Seife habe ich, glaube ich, dabei.
Weil ich glaube nicht, dass wir jetzt schon was Kritisches haben. Aber wer weiß es schon. Vorhandene Strahlung, ne? Okay, pass mal auf. Ich lese mal ganz kurz, was hier noch so ist. Tritt auf, schalala, Strahlung 0. 0,0 von 12. Effektive Strahlung 0, beeinflusst durch Jodid 0,8 effektive Strahlung. Also ich glaube nicht, dass wir schon was haben. Ich weiß nur nicht, warum es noch anzeigt, ne? Wie habe ich denn das jetzt hier mit dem Auto gemacht? Ah, okay. So, Leute. Dann fahre ich jetzt aber hier auch nicht durch. Dann fahr mal rüber. Dann werden wir heute im Auto sitzen viel, bis wir oben sind. Aber ich kann ja nicht gleich mal gucken. Auf meiner Notiz fahre ich jetzt B0 raus. Oder fahre ich... Nee, ich kann dieses C0 muss ich meiden, glaube ich. Da sind wir einfach noch nicht so weit. Achso, ich wollte ja ins Wasser hüpfen, ne? Ich darf nur nicht absaufen. Guck mal her, hier ist doch cool. Halten wir mal ganz kurz hier an. Ist der Bömpel jetzt aktuell zu schwer zum Beispiel? Er hat einen Haufen Waffen dabei, gell? Gut, da unten ist bestimmt flaches Wasser. Das ist die Frage, aber es bewegt sich ja nicht vorwärts, ne? Im Moment bewegt sich nicht vorwärts. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass wir da noch einigermaßen safe sind. Und ich weiß nicht, ob es reicht, ins Wasser zu sitzen oder ob man mit Seife rauswaschen muss, ne? Ziehe einfach mal den Rucksack kurz aus. Einfach mal die schweren Sachen kurz. Wo hast du denn noch? So müsste er doch eigentlich schwimmen können, oder? Aber ich glaube nicht, dass das schon was gebracht hat. Das wäre ja auch irgendwie witzig, ne? Nee. Vor allem, ich sehe halt nicht an den Klamotten oder so, dass da irgendwo was... Ah, das ist die Batterie von dem Ding. Einschalten, ne. Ich fahre mal weiter, vielleicht ergibt sich das von allein. Nee, wir brauchen jetzt hier nichts. So, Leute, wir suchen uns jetzt kurz eine Route, dass ich uns zumindest schon mal ins Schneegebiet bringe. Ja, solange da eine Null steht, wenn wir weitergefahren wären, hätten wir uns was geholt, glaube ich. So, ich fahre jetzt hier durch. Dann fahre ich den kompletten Weg. Ich würde fast sagen, hier oben ist irgendwo eine Tanke, dass wir an der Tankstelle dann den Rest zusammen hier rüberfahren. Wobei das schon, dann können wir hier vielleicht abkürzen, dann hier rüber, dass wir bis zum Spot heute kommen, ne? So machen wir es. Im Auftrag des Strahlenschutzes, Leute, dieses Ding ist weg. Jetzt kann es natürlich auch sein, dass wir schon leicht außerhalb von 10.0 Strahlung haben. Dass das da schon losgeht. Ich würde jetzt einfach mal Folgendes machen. Haben wir die Maske mit? Haben wir die Maske mit? Wenn ja, wo habe ich sie hin? Es interessiert mich natürlich thematisch schon, ne? Ich habe sie jetzt angezogen. Ich nehme nochmal so eine Tablette. Und dann probieren wir mal da durchzufahren auf die andere Seite rüber. Und gucken mal, ob man das... Ich nehme die jetzt einfach nochmal. Du musst aber die Maske ausziehen, ne, Bümble? So, einfach zur Sicherheit. Und dann gucken wir gleich mal, was passiert. Gut. Warte. Ne, jetzt sind wir hier. Wir fahren jetzt hier rein. Ziel wäre hier reinzufahren, dass ich da nicht ganz außen rum muss. Und wir achten einfach mal drauf. Wann das Ding rankommt und wann nicht. Weil jetzt passiere ich gleich wieder dieses C-Ding. Jetzt sind wir drüben. An dem angeblich verstrahlten Ding. Hier ist noch keine Strahlung, aber wir sehen es ja auch gleich. Vielleicht ist das auch nicht überall und das ist nur fleckenweise. Und da, wo wir jetzt reingefahren sind, war es schon, weißt du? So, jetzt bin ich ja voll im C0. Also wenn alles verstrahlt wäre, müsste ich es jetzt haben. Habe ich aber nicht. Also kann ich hier fahren. Dann lass uns das gemeinsam machen. Heute zur Not nehmen wir uns morgen ein bisschen mehr Zeit für diese Radiostation. Ich muss eh nochmal gucken, dann wo wir morgen tanken. Ne, hier scheint noch alles gut zu sein. Vielleicht finden wir auch einen schönen Punkt, wo ich rüberlinsen kann mal.
keine Strahlung. Könnt mir vorstellen, hier sind auch sehr, sehr viele Bäume noch und so, alles ist grün, dass wir hier nichts verspüren. Strahlung vorhanden. Hier ist Strahlung, Leute. Im Moment aber nur vorhanden. Wir haben einen Schutz von 2,0. Es ist nichts, was uns jetzt irgendwie gefährlich werden könnte. Jetzt können wir natürlich mal kurz den Geigerzähler da probieren. Dass wir das mal gemacht haben. Bömble. Für mich ist da noch... Ah ja gut, aber es war ja auch eine Nullanzeige, ne? Hat er dann eingesteckt wieder, ja. So, wir wollen es natürlich nicht übertreiben. Wir fahren jetzt hier rum. Ja, dann ist hier schon am Rande vom Gebiet schon Strahlungsanzeichen. Aber hier kannst du dich noch aufhalten, ne? Und sobald du weiter reinfährst, dann nimmt er natürlich diese Anzahl der, oder die Sieber zu. Und je höher die gehen, desto schlimmer wird es für dich. Und sei denn, du hast diesen Anzug, ne? Der Anzug ist ja effektiv. So, aber von hier aus, ja, wir sehen da hinten nur diese Antenne. Ich könnte mir aber vorstellen, wenn wir da hochfahren, dass wir von hier aus irgendwie was sehen dann später, ne? Probier mal einfach. Ist ja auch mal eine interessante Geschichte. Dann holen wir uns das Thema langsam ran, weißt du? So, die Straße fahre ich aus. Die nächstmögliche fahren wir dann rechts rüber. Jo, dann machen wir heute mal das hier so weit zusammen. Ist eh eine Ecke, die ich noch nie gesehen habe. Kommt mal gelegen. Einfach eine gemütliche Runde. Sehen wir was von der Map. Wir sind immer noch im 10.0. Das heißt, hier wird wahrscheinlich immer noch Strahlungsvorkommen zeigt da an, aber es ist natürlich jetzt nicht für uns gefährlich. So, wir fahren rechts tatsächlich. Dadurch auch ein bisschen rein ins 10.0. Guck mal. 0,4. Jetzt zeigt es was an. Ich probiere mein Glück. Dann, wir müssen ja irgendwann... Ich steige jetzt sogar einmal kurz aus und gucke auf den Zähler. 0,5. Es wird mehr, ne? 0,1 von. Wir haben 2,0. Das heißt, ich hau mir nochmal eine Tablette rein jetzt. Einfach zur Sicherheit, weil... Okay, geht nicht wegen der Maske. Die ziehe ich jetzt aber nicht ab. So. Vielleicht muss ich den aber auch noch irgendwie anmachen. Aufnehmen, die Hände nehmen, dekontaminieren. Hä? Wie jetzt dekontaminieren? Achso. Das sind noch nicht mal die guten Handschuhe an Bömble, ne? Komm, wir geben uns das Risiko einmal. Dann wissen wir es. Wenn es mich jetzt gleich umhaut, dann wissen wir, dass wir verstrahlt sind. Wie gesagt, hier wird es jetzt zunehmen. 0,8. 1,0. Könnte man aber vorstellen, dass wir das hier noch locker aushalten. Und erst wenn der Balken voll ist, schwappt es über zur Strahlenkrankheit. Und vorher hast du noch die Chance, sich zu reinigen oder so. So. Nö, dann fahren wir jetzt tatsächlich hier rechts. Wir gucken immer wieder mal auf den Wert. 0,9. Gleich haben wir 1%. Hier geht es zum Kraftwerk. Dieses Kraftwerk ist dann also auf jeden Fall verstrahlt, ne? Da hinten ist, glaube ich, diese Radiostation. Und von da aus können wir dann bestimmt runter gucken. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob ich unser Scope dabei habe. So, Bömble, mach aber langsam. Mich interessiert natürlich ganz genau, was hier passiert. 0,9. Und wir fahren jetzt links hoch. Aus dem Strahlengebiet praktisch raus, ne? Dann würde ich sagen, wir fahren direkt zum Spot, Leute. Und gucken mal, ob wir da irgendwo hochklettern können und rüberschauen können über das verstrahlte Gebiet. Vielleicht ergibt sich ja schon was. Ist auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Das Ding ist da drüben und der See verhindert, dass ich rüberfahren kann. Ne?
Das heißt, wir fahren jetzt erstmal ganz hier hoch. Das würde ich jetzt kurz mit einer Blende machen. Ich finde es super imposant schon da hinten, diesen Aufbau, auf den wir jetzt zufahren. Aber was ich auch super imposant finde, ist die Tatsache, dass sich diese Strahlung jetzt hier tatsächlich auf 1% festgefressen hat. Kann also auch sein, dass in dem Gebiet vielleicht so ein ganz kleines bisschen ist. Ich glaube nicht, dass es direkt mit 10.0 dann beginnt, weißt du? Okay, das ist aber die Mauer, ne? So, wir fahren auf den Spot zu, den ich besuchen will. Das ist ja das Ziel. Und wir haben 1%. Aber wir haben hier auch die Anzeige, effektive Strahlung ist gerade 0. Das heißt, wir sind mit diesem 1% unterwegs. Vielleicht hat ja das Wasser doch was gebracht. Da bin ich mal auf eure Einschätzungen gespannt, was ihr da jetzt aus den... Ist ja nur Randerscheinung bis jetzt. Aber ob ihr da schon irgendwie mechanisch was raus seht, wie das Ganze gerade funktioniert. Ist das überhaupt ein Gelände, das ich looten kann? Oder ist es einfach nur gebäudefrei, die Dinger hier? Wir können auf jeden Fall hochklettern, das wäre ja schon mal nicht schlecht. Ich guck mal, ob da noch irgendwo ein paar Garagen oder so könnten da schon sein, oder? Zombie, aber die sind ja immer da und überall. Jesus, das habe ich gar nicht gesehen. Ah, da, guck mal, da hat's. Oh, oh, da ist aber nämlich ein Zaun drum. Immer wenn ein Zaun drum ist, kriege ich erstmal... Wenn da jetzt gleich ein Mech vorbeischnalzt, weiß ich auch Bescheid. Ja, da gehen wir schon reingucken, oder? Wir fahren aber erstmal da vorne hin. Ich will auf einzelnen Ding hochklettern. Und dann gehen wir rein ins Gelände noch ein bisschen. Also es baut sich auf, ne? Ich guck gerade, ob irgendwas hier das den Anschein macht. Vielleicht kriegen wir es doch gar nicht mehr los jetzt. Wieso mussten du heute nicht pinkeln, Digga? Sie nimmt halt auf keinen Fall ab, ne? Ich muss es beobachten. Alter, wie hoch ist denn das Ding? Den Weg runter blende ich uns, ne? Alter, da hinten sehe ich, glaube ich, das Kraftwerk. Es ist schon eine geile Geschichte. Bin sehr, sehr gespannt, wie das dort aussehen wird. Insofern wir den Strahlenanzug bekommen. Ne, hoch gehen wir gemeinsam. Es sind ja nur noch 2 Kilometer. Beziehungsweise, ich muss ja auch in der Zeit irgendwas labern. Ich glaube, ich bringe uns einfach mal höher. Guck mal, wie hoch das Ding ist, Leute. Ich wollte nur kurz Bescheid sagen, ich kletter noch. Ich kletter noch, Leute, und ich bin noch lange nicht oben. Zieh dir das mal rein. Da drüben, auf der anderen Seite gerade, siehst du, wie weit es noch geht, ne? Ja, aber wenn man schon mal hier ist, dann sollte man das doch einmal gemacht haben, finde ich. Mir gruselt es jetzt schon vom Runtergehen. Das nächste Mal nehme ich den Fallschirm mit. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich die Ausdauer ab und zu regenerieren muss beim Klettern. Und guck mal, er ist im Erholungsstatus jetzt hier mit dem Ding. Habe ich gerade gesehen durch Zufall. So, Bömble, weiter geht's. Ich muss das natürlich mit euch teilen, aber Leute, jetzt so langsam. Je mehr ich hochkletter, desto mehr wird mir bewusst, dass ich wieder runter muss. Ne? Ein bisschen bereue ich's und ich bin bestimmt jemand, der hier nie wieder hochgehen wird, aber... Jetzt ziehe ich es durch. Mein Problem ist nur, dass mein Zeitkontingent gleich durch ist. Ich habe gleich einen Termin. Das heißt, wir werden jetzt gleich noch runtergehen, gemeinsam der Bömble und ich. Da hole ich euch aber nicht dann alles ständig dazu. Und dann gehen wir wenigstens einmal kurz rüber. Linsen da mal das Gelände außerhalb. Morgen gehen wir in die Gebäude rein. Und dann fahren wir von hier aus zum nächsten Ziel. Okay, wir sind oben an der Spitze.
Krass. Und hier liegt sogar was, ein Nachtsichtbrill. Allerle. Und hier ist das Gebiet, Leute. Oh, guck mal, da gucken wir jetzt gerade drauf. Ich habe aber nur den Bogen zum ein bisschen rüberlinsen. Lass mal gucken. Oh, Alter, was glaubst du, wie geil dieses Gelände ist? Und was ist hier drüben? Was sehe ich hier drüben? Das ist die Geschichte. Und das hier wird das Kraftwerk sein, ne? Kraftwerk, denke ich. Und das hier ist diese. Sag mal, ist das eine ganze Siedlung? Boah, da will ich aber schon irgendwann noch hin, ne? Wir brauchen diesen Strahlenschutzanzug, egal wie ich das anstelle. Müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir den kriegen. Und mein Zuhause sehe ich aber von hier jetzt nicht. Ne? Das liegt dann dahinter. Ja, doch, irgendwo am Ende dieses Flusslaufs, irgendwo da hinten ist unser Zuhause. Junge, ist das krass. Ja, aber das trifft sich ganz gut. Die Sonne geht gerade unter. Das heißt, ich laufe jetzt runter. Dann linsen wir drüben, wie gesagt, ins Gelände. Und morgen holen wir uns das dann ran. Dann looten wir da drin ein bisschen. Ist ja auch ein komplett neuer Spot, den ich noch nicht kenne. Wir sind schon mal auf Baumhöhe wieder. Sehr, sehr imposant, da hochzusteigen. Beziehungsweise von oben runter zu gucken. Da unten stehen schon Zombies, oder? Ist es ein Bär? Er ist ein Zombie. Jetzt muss ich gerade mal kurz gucken. Ich glaube, eins kann ich noch, ohne ganz runter zu gehen, ne? Nee. Da kommen wir schon auf den Boden. Dann würde ich mal gucken, ob ich den von hier irgendwie platt machen kann. Nee, da steigen wir nicht drauf. Die Frage ist, ob ich hier durchgeschossen kriege, ne? Jetzt ist er genau hinten dran. Wenn ich jetzt runtersteige, haben wir das Problem, dass der mich wahrscheinlich sieht, ne? Sonst noch irgendwo einer? Ein schöner Spot ist das. Super interessant, das mal zu sehen. Okay, jetzt sind schon zwei. Offensichtlich habe ich dagegen geschossen. Jetzt sind drei Zombies unten, ne? Und diese Leitern können sie aber offensichtlich nicht. Tja, Bümble, steig mal da hoch. Hä? Der läuft gerade da hinten weg. Herr Wendet, muss ich jetzt runter und ab einer gewissen Höhe lasse ich dann los, spurte raus und machst du dann wahrscheinlich mit der Handfeuerwaffe. Bringt ja nichts. Können wir klettern. Es sei denn, die sammeln sich jetzt gleich da unten. Das ist natürlich jetzt wie eine Falle, ne? Ne, das geht schief, Leute, wenn ich das so mache. Ich verhalte mich mal ruhig, vielleicht lassen sie nach. Da bin ich ja wohl neiboxiert. Der Linke, den bockt's nicht so. Die zwei, das sind ganz verrückt. Okay, das gefällt mir gut. Jetzt sind es schon vier, ne? Wie sieht denn der da drüben aus? Der ist jetzt zurücklaufen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der es hier auch noch schafft. Er überlegt noch, der hat mehr Hunger. Wenn ich jetzt runterhüpfe und schieße, haben wir das nächste Problem, ne? Horde. Jetzt ist der getriggert hier irgendwie. Ist ja interessant. Aber nicht so geil, wie ich gedacht habe. Ich weiß halt leider nicht, wo es raus. Einer, wenn es ist, machen wir einen Deal. Einer, wenn es ist, lasse ich jetzt einfach mal los. Böble tut mir tierisch leid. Lass ihn mal angucken. Nee, lieber nicht.
Wenn wir Pech haben, triggern die Augleine. Wo ist denn der jetzt? Na, ich mach das jetzt einfach. Manchmal könnte man meinen, dass ich sowas öfter spiele, ne? Aber es ist tatsächlich jetzt Glück gewesen. Wo ist denn der vierte? Da steckst du da auf dieser Leiter fest, verstehst du? Ja, ich höre den links von mir. Bei mir ist nur nicht sicher, ob ich die Kopfhörer richtig oben auf habe. Den Einschlag, den musst du jetzt leider einstecken, Digga. Der war dann doch schneller bei mir, als ich gedacht habe. Okay. Dann war wenigstens der Abstieg ein bisschen spannender. Jetzt pass auf. Ah ja, die Ding ist übrigens weg, ne? Also die Sievert-Verletzung. Die Strahlenverletzung. Morgen gehen wir da rein, ne? Ich ziehe jetzt mal die Sachen hier raus. Dass der Rucksack leer ist und dann gehen wir das Gelände einmal erkunden. Ich fahre aber mit dem Auto noch ein Stückle vor. So, großer Moment. Messer hat er eingesteckt. Messer ist gut. Das Katana. Die zwei Waffen mit ganzen Zu... Ach, seit wann sieht man denn jetzt? Ich habe da noch nie drauf geachtet, dass man die Zusätze hier alles so sieht. Klar. Weißt du, warum es mir jetzt auffällt? Hier habe ich übrigens laut Infos von euch einen zweiten Schalldämpfer mal dazu genommen. Statt in den Kommis, ne? So, hier will ich jetzt einfach mal rein. Der kommt. Und der kommt schnell. Der auch. Kann natürlich sein, also Mechs habe ich keine gesehen von oben, aber kann sein, dass hier schon mehr Zombies sind einfach, ne? Den sehe ich gerade zufällig. Oh! Bömble! Wegen dem Piepser? Okay. C1er heilen aus. Wo hast du denn den Bogen? Na, da, wo ich ihn nicht will. Vielleicht kriege ich den ja noch wenigstens geschossen heute. Und dann gehen wir rüber in die nächste Folge. Ich muss wirklich jetzt gleich los. Der Aufstieg, Alter, der hat ewig... Die sind drin, gell? Er ist irgendwo da drin, ich weiß aber im Moment nicht wo. Ich glaube, das Gebäude ist so mit Zombies bestückt, dass das Spaß machen wird, wenn wir das morgen als Einzelfolge machen. Das würde ich morgen angehen, Leute. Dann bringe ich jetzt der Bömble mal ein paar Meter weg hier. Und dann fahren wir da morgen einmal gemeinsam hin. Und dann probieren wir uns da mal durchzukämpfen. Bin sehr, sehr gespannt. Super! Also, Ausflug hat begonnen. Erste Sehenswürdigkeit haben wir uns angeschaut.
und die erste Mini-Verstrahlung haben wir eingesackt. So, hier bleibe ich stehen. Dann sehen wir uns morgen wieder. Muss ich nur aufpassen beim Einloggen. Hier waren ja auch schon Zombies, ne? Sehr interessant. Ich freue mich drauf. Bis dann.